Ich habe da irgendeinen Schlüssel aufgesammelt. Was war das denn jetzt für ein Schlüssel? Kavalon-Schlüssel? Nein. 4000 Erz ist natürlich sehr nice. Der zu einer Truhe gehört, das ist natürlich auch sehr nice. Soll ich nochmal schnell ein bisschen Reis futtern? Obwohl, so wie es aussieht, würde ich sagen, trinkt er ihn ja eigentlich eher. Egal. Kann man nicht hier mit irgendwas anfangen? Steht auch gar keine Bezeichnung bei? Nö. Lustig wäre es jetzt, wenn er die Fackel noch in der Hand hätte. Hier irgendwas? Ich glaube, gibt es erst im zweiten Teil, dass dabei irgendwas passiert. Ich kann aber den hier machen. Und schon ist die Seite nicht mehr umgeblättert. Wo ist meine Fackel hin? Oh. Okay. So. Irgendwo hier kam ein Skelett her. Ich weiß ja... Oh, hi. Egal. Irgendwie ist der durch die Wand durchgekommen. Das geht bei Gothic 2 sehr häufig. Ah, komm her. Ey, Moment mal. Aha, schon wieder Schlag der versteckten Hand. Wow, den habe ich jetzt gar nicht mal beabsichtigt. Ich hab's immer noch drauf. Ich könnte auch einfach... Ach komm, hör auf jetzt. Trottel, jetzt geh weg. Böser Geist. Trank. Trank. Was war da? Achso, war nur Skelett. Skelett war da. Alchemitisch. Ja, ach, war schon nur Skelett. Hör mal auf jetzt hier. Blödes Zeugs. Also die Reagenzgläser mit dem Käse und den Trauben drin finde ich extrem genial. So, was haben wir denn hier? Tränke, Tränke, Tränke. Sehr schön. Was haben wir hier? Noch mehr Tränke, 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 Tränke. Auch sehr stark. Nicht gerade aufregend, aber gut. So. Ja, dann gehe ich jetzt auch mal weiter hoch. Gibt ja hier wohl sonst nichts. Ganz ehrlich mal, was ist denn das für eine Einrichtung? Da drüben stehen... Es ist ein riesiger Raum. Da drüben stehen lauter riesige Bücherregale. Und dazwischen lauter Käfige. Also... kann ich nicht nachvollziehen. So. Und wir warten und wir warten. Und ich habe es geschafft, ohne runterzufallen. Ach, es geht gleich noch höher. Aber wir müssen, glaube ich, hier hin. Ich speichere mal lieber. Ich weiß nie, was passiert hier oben. Nicht, dass ich runterfalle oder sowas. Und dann bin ich Gulasch. Hi. Gerade keine Lust, mit dir zu reden. Hallo, Lester. Lester, Lester. Der will gar nicht mit mir sprechen. Feudel da. Oh, Bruder Chaka. Hast du mich nicht kommen sehen, wa? Trottel. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, das war unspektakulär. Ja, tolle Bergfestung hier. Moin Leute. Ja, super Sache. Gothic ist abgeschmiert. Und was macht er hier? Du bist fällig, Mistvieh. Okay. Ah, hey, das kann ich doch. Das kriege ich. Rup, rup, ra. Tja, Trick 17. So. Naja, ich kann nicht mal richtig hoch zielen, der Trottel. Na egal.
Was passiert denn da? Geht die immer weiter höher oder was? Wie stark ist das? Ich habe den Bogen schon vor lange nicht mehr eingesetzt. Naja, egal. Also, der Punkt ist auf jeden Fall, ich stand eben noch da hinten und das Spiel ist abgeschmiert. Naja. Dann muss ich jetzt eben nochmal alles machen hier hinten. Okay. Ich speichere zum Glück relativ häufig. Ey, komm mal her. Nee, mach mit dem Hintern jetzt da weg. Ich muss geschafft. Ja, der wird schon irgendwann wieder runterkommen, oder? Oh, machen Hals zu. Oh, halt. Der trifft nicht auf die Entfernung. Trottel. Wow. Oh, ich steck den Pfeil doch mal richtig weg. Du Nulpe, ey. Was ist denn bloß mit dir los? So. Ist hier noch irgendwas, was mir was bringt? Nö. Gut. Wo ist meine... Da ist die Fackel. So. Jetzt war ja der Reis dran, genau. Nochmal schnell heilen. Okay, und weiter geht's. Oh, spring doch, du. Warum springt er denn nicht? Richtig, er soll im Laufen springen, der Opfer hier. So, Idioten. Oh, heilen. Ich bin ja schon froh, dass es bei Gothic nicht sowas gibt wie bei San Andreas oder so. Und dass er gleich dann sich übergeben muss, weil er so viel gefuttert hat. Naja, ich hätte mir natürlich auch einfach eine bessere Rüstung kaufen können. Naja. Hä? Kommt mir das nur so vor, oder ist das Bücherregal wirklich schief? Oh ja, es ist schief. Glanzleistung, moderne Architektur. Juhu. So. Ich hoffe einfach mal, dass Lester jetzt wieder da ist. Jawohl. Hallo. Wer bist du? Erwache! Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? £400 Gold. Cool. Ja. Naja. Ich könnte die theoretisch auch selber behalten und dann in Gothic 2 bin ich Lehnsherr. Juhu! Na, quatscht er mich jetzt an? Nein. Erwache! Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Dann lass mal sehen. Da unten ist er. Wow. Das ist ja wohl ein Witz. Na gut, ich gehe also... Oder gehe ich doch nicht? Ich brauche irgendwas, was ich hier futtern kann, was mir Mana-Bonus gibt, aber nicht so viel, dass ich es verschwende. Weil ich habe so wenig Mana, dann wäre eigentlich ziemlich vieles davon Verschwendung. Denn die wollte ich mal ausgerechnet behalten. 30, okay. Dann ist wahrscheinlich am ehesten noch hier, das hier oben. Rabenkraut. Habe ich den schon angelegt? Telekinese. Ja. Sieht eher so ein bisschen aus wie der Schlafzauber. Fokus aus der Bergfestung. Ich brauche den auch nicht die ganze Zeit erhalten, den Zauber, glaube ich. Juhu.
Da, Lichter. Genau, das reicht nämlich auch schon. Ja, wie viel Mana das jetzt kostet? Gerade mal ein Mana? Und ich rede was von Verschwendung. Ne. Egal. Nein. Cool. Ich liebe diese Leitern. Hätten die Piranhas nicht einfach die Treppen, die Leitern platzieren können und es geht ja noch höher. Wow. Shazam. Und die Leitern platzieren können und danach gucken können, ob es passt und dann das gegebenenfalls noch anpacken. Passen. Hallo, Harpie. Zack, zack, zack. Das ist ja doof. Obwohl. Oh, die Rune sieht cool aus hier. So, ich möchte gerne Feuerball, Eisblock, Windfaust. Feuerball. Friss das! Schuwum! Oh! Chakum! Chakum? Was ist das denn? Wow! Ist das jetzt echt dein Ernst? Willst du da oben bleiben? Zum Glück haben die nichts im Inventar, was ich brauche. Oder benutzen könnte. Weil sonst wäre ich jetzt echt sauer. Ja, richtig sauer wäre ich. Ach ja, nee, nee. Als ob ich mich jemals beim Spielen aufregen würde. Das ist ja Blödsinn. So, wer sowas behauptet, ne? Hat ja keine Ahnung, echt, ey. Na, hier ist gar nichts. Links, links, rechts, rechts, links, links. Cool. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Schwert. Das habe ich mir gerade nur mal aufgeschrieben, weil das könnte nützlich sein. Münzen. Wow. Wenn ich das doch mal ohne LPs spiele. Obwohl, andererseits wäre es dann wahrscheinlich genauso gut, ja, für 50 und für 22. Wo habe ich denn den Todbringer her? Das ist natürlich echt witzig. Immer zwei Schadenspunkte für einen Stärkepunkt. Rostiges Bastardschwert? Ne, das ist ja viel zu viel. Einhandwaffe?